So, dann schauen wir mal, ob das alles funktioniert. So, das funktioniert schon mal nicht, dass mein Intro den Sound abfeuert. Warum? Ich verstehe es nicht. Muss ich mir mal noch genauer angucken, warum das nicht mehr geht. Das ist ja wirklich eine Sauerei. Ja, hallihallo. Ja, es ist eigentlich hier los. Ihr sollt alle arbeiten und ich will hier nur testen. Alle hängen sie hier ab. Geil. Ich habe nicht mal Großes vorbereitet. Einfach nur so ein bisschen, oh, so ein bisschen halt. Sehr gut, Obi. Jetzt benutze ich auch was immer besser als Streamlabs. Ja, ich habe jetzt OBS, aber ich bin hier gerade, was noch den Sound angeht und ich hier gerade die ganze Zeit am Rumfummeln, deswegen habe ich ja mal nebenher gucken müssen, gerade dass Musik kommt und so. Aber mein Intro hat eigentlich einen ganz geilen Sound. Warum er den jetzt nicht hier abspielt, weiß ich nicht. Muss ich auf jeden Fall mal noch angucken. Nee, ich habe glaube Monitor und hier und Dings Ausgabe zusammen. Willkommen bei Pleite, Pech und Panne. Zu fast kann man schon sagen. Sehr schön, Elke, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich gucke eigentlich gerade nur so ein bisschen rum. Ich habe eigentlich hauptsächlich gerade noch mal hier an den Einstellungen rumgefummelt, damit das morgen so halbwegs funktioniert. Jetzt gehe ich aber hier gerade noch mal in meinen Opener rein und schaue mir das mal schnell noch fix an, warum das so ein Bullshit ist. Es ist so viel Zeug auf einmal. Wenn dann so ein alter Sack wie ich das Internet bedient, dann wird das immer ganz schnell spannend. Kann ich mir jetzt gar nicht angucken. Ist gar kein Eigenschaften. Da, 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 das sollte eigentlich funktionieren. Es hat eigentlich immer funktioniert. Aber irgendwie. Naja. Ah, so, Elke ist schon gut dabei. Ich bleibe jetzt erstmal noch bei Wasser. Sonst haut es mir noch heute um. müsst ihr aber, das ist ein Video, also ein kleines Video. Der Opener ist eine normale Videodatei. Und hat eigentlich so bei den anderen Sachen immer funktioniert, glaube ich. Oder Moment mal, hab ich das überhaupt immer ablaufen lassen? Ne, ich habe es immer separat eingeschnitten, fällt mir gerade auf. Wobei bei den anderen Live-Sachen über YouTube hat es immer funktioniert. Stimmt, da habe ich es schon gemacht. Ciao. Ja, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was ich machen kann auf dem Server und was sich da so hier, also was man alles machen kann, aber ich bin noch ganz am Anfang. Es dauert wahrscheinlich noch eine ziemliche Zeit, bis das dann mal halbwegs funktioniert. Aber was schon ganz cool ist, hier hinten, das sind so Kleinigkeiten, die sind ganz wichtig, dass man hier. Was ist das hier? Hier perfekt. Hier gleich schon der Magnet dran. Gleich der Flaschenöffner schon in der richtigen Form und Größe. So, da hinten hängt alles rum, aber noch was zum Testen. Bam, bam. Aber ich bin ja froh, wenn schon mal die Alerts hier funktionieren und alles, dann ist das schon mal ganz gut. Will ich jetzt hier nochmal gucken. Selber nochmal abchecken, ob das funktioniert. Ja, da muss ich überall mal gucken, so nicht, dass es mir morgen alles um die Ohren fliegt. Ich hoffe, das funktioniert dann soweit alles gut. Wenn Internet nachher wieder gut funktioniert. Jetzt ist die Frage, hat der scheiß Sound Alert funktioniert? Hat man die gehört? Ich habe ihn relativ leise gemacht, glaube ich. So, dann machen wir den nochmal ein bisschen lauter. Ich trigger den jetzt einfach nochmal. Heute ist alles zum Rumprobieren. Hallo Dave, Servus. Ich bin hier gerade noch viel am Rumprobieren. Nicht wundern. Aber wird schon passen. Ich habe hier diese zwei Bierkriege. Ich finde sie genial, aber ich hoffe, man hört die auch. Soundtechnisch. Ich möchte nämlich. Das Echo ist nicht schön. Ja, ich war. Ja, ich weiß, ich bin gerade nur so ein bisschen hier am Rumprobieren. Wie gesagt, das mache ich, normalerweise ist es nicht an. Ich habe das nur für mich als kleine Rückkopplung. Aber sonst passt das soweit, oder? Perfekt. Wunderbar.
Ich habe mir überlegt, vielleicht mal dann eben, damit ich das besser höre, wenn vielleicht jemand reinkommt oder so. Ach, keine Ahnung, wie ich das hier noch mache. Hier sind überall die Monitore. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Drei Monitore, alle maximal verteilt an meinem Zimmerchen hier. Bin der Norm. Ja, super Norm. Freut mich, dass du da bist. Dafür, dass ich mal so einen Test mache, sind schon wieder viel Trubel hier. Ist das schon wieder super. Ich hoffe halt, dass meine Verbindung hebt, aber jetzt scheint es mal besser zu funktionieren. Letztes Mal hat es direkt erstmal die Verbindung abgekackt. Das war natürlich nicht so geil. Perfekt, Enrico, vielen Dank. Wollte ich nur wissen, ob das funktioniert. Ich habe das alles eingebunden mit den Bots und dem Scheiß. Und ich saß da wirklich dran wie so ein absoluter Anfänger, wie so ein Vollopa, der das Internet bedient und habe dann nebenher die Tutorials laufen gehabt und dann immer so das anklicken, okay. Reingemacht, funktioniert nicht. Fuck, warum? ich habe jetzt mal, ich glaube, so 6000 habe ich eingestellt. Ja, The Voice. Ja, ich habe aber Upload auch nicht so viel, weil ich hier so ein mega beschissenes Internet habe und ich habe hier schon das Maximum rausgeholt. Was, glaube ich, geht. Ah, 6000 ist Max, ja, passt. Wunderbar. Dann habe ich das, ha, instinktiv schon mal richtig gemacht. Ach, perfekt. Ja, aber du streamst ja anscheinend, ja, das ist ja schon geschrieben, du streamst ja schon länger. Also das ist schon mal gar nicht schlecht, wenn ich jemanden habe, den ich da direkt anhauen kann, wenn es um sowas geht. Ja, wie gesagt, ich habe das über Twitch noch nie gemacht, aber ich finde es einfach die bessere Plattform. Da braucht man sich, ist einfach das Sinnigere generell, was das Livestreamen angeht. Ja, ich habe mir gedacht, ich schmeiß das mal ein bisschen an und so, damit ich auch schneller wieder an die ganze Geschichte herankomme, Dinger mal zu monetarisieren und so. Wenn das nicht allzu lange dauert. Und dann passt das. 5, ja, 6000 passt. Passt, die Vollcam passt. Opener. Ja, Opener muss ich mal gucken, warum der Scheiß den Sound nicht abspielt. Nö, das habe ich ja im Endeffekt schon gemacht, weil das habe ich mit diesen Alerts, die kann ich ja hier triggern. Mir war es nur wichtig, dass die auch funktionieren, bildlich wie auch soundtechnisch. Ja, wo habe ich es denn hier? Wo ist denn meine Maus? Über drei Bildschirme verteilt. Also einfach was hier, was haben wir hier noch? Da, Subscriber und der ganze andere Käse, aber jetzt hat sich original meine Maus aufgehangen. Das ist ja mal geil. Also meine neue Razer-Maus ist ziemlicher Mist. Die macht ziemlichen Scheiß, weil die sich dauernd ausstellt. Das ist wirklich. Ja, so. Was haben wir hier? Das da oder das da? Ah, also ein bisschen habe ich halt rumgespielt. Ich habe gar keinen Donation-Button, aber ich glaube, ja, habe ich noch nicht. Aber ist das Ding dann unten in der Infobox oder für was ist, oder wie wird das dann gemacht, auch von außerhalb eingebunden? Sieht das dann vielleicht heute Abend mal, wobei heute Abend wird schwierig, weil da muss ich dir arbeiten gehen. Sag mal so schön wie bei Games Done Quick, oder? Zeit für Donations. Ja, aber ich freue mich schon, dass generell einfach mal alles so halbwegs funktioniert. Da bin ich schon echt zufrieden. Aber Enrico, was macht denn jetzt hier dein Aufenthalt? Ich hoffe, dir geht es jetzt besser. Du hast ja schon geschrieben im Discord, dass da Krankenhaus am Start ist. Ich hoffe, da geht es besser. Ist nicht ganz so schlimm. Ach, hier klebt alles fest, ey. Ja, wir haben hier unseren Scully. An dem wollte ich heute vielleicht noch so ein bisschen rumspielen. Damit ich nicht nur hier teste, sondern noch ein bisschen was mache. Ich mir das, warum eigentlich nicht? Ich weiß bloß noch gar nicht, was ich machen will. Also ich weiß schon, was ich machen will, aber ich weiß noch nicht, wie ich es umsetzen soll. So, dass es halbwegs stimmig ist. Weil hier wird, also ich, das Ding hier, das ist voll Rumexperiment. Das ist schon geil. Ich gucke jetzt immer noch so ein bisschen erstmal hin und her, ob genau alles passt. Und ja, das Video läuft, da kann ich jetzt hier mal alles klein machen.
Komm mir vor wie so ein alter Sack, hey, wenn es ums Ganze hier geht mit den ganzen Sachen da. Die 4206 Einstellungen. So, dann könnt mir ja gerne noch hilfreiche Tipps raushauen. Ich werde dann sie beachten und guck mal, dass ich dann noch irgendwie ein bisschen besser zurechtkomme. Und ich mache jetzt einfach mal hier noch so ein bisschen rum. Ach, der Chat funktioniert auch. Siehst du, habe ich gar nicht geguckt. Aber der ist ziemlich weit verschoben, glaube ich. Hier kann das sein. Oh ja, den hat er ein bisschen verschoben. Schieb mal kurz zurück. Ah, solche Sachen muss ich ja noch gucken hier. Dass das hier alles schön drin bleibt. Ach, den, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Das macht mein Bruder immer, wenn er zu faul ist, rüberzukommen, mir zu helfen. Oder wenn er auf der Arbeit ist und mir hilft. Wenn irgendwas am Rechner nicht funktioniert, dann geht er da mal schön rein und macht seine Arbeit. Ja, Markus, vielen Dank und dann bis morgen um 19 Uhr. Freue mich schon drauf. Ja, vielleicht machen wir da mal Dingens hier. Philipp, vielleicht machen wir das dann einfach mal. Kannst du mir noch mal ein bisschen was zeigen? Ist vielleicht gar nicht verkehrt, dann muss ich mir das nicht alles aus den Fingern saugen. Und dann passt das. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal so ein bisschen. Eigentlich wollte ich hier so eine Krypta machen, aber genau ganz dezent, weil ich finde den farblich schon ganz geil und will den auch farblich so lassen. Ich möchte einfach so zwei, maximal drei Grautöne und auch mehr gesketcht, also nicht wirklich einen realistischen Ansatz, sondern einfach nur so ein bisschen, vielleicht Krypta. Ich gucke mir schon wieder das Wasser hoch, hey. Da reicht schon Wasser. Und vielleicht hier Grabsteine, die weiß ich nicht, irgendwie sowas halt. Und das dann halt so in ganz hellen Grautönen, weil ich möchte mal gerne das Weiß behalten. Und das finde ich nicht gar nicht schlecht. Das sieht immer gar nicht schlecht aus, das Weiß. Hier, damit das nicht immer hier rabenschwarz wird oder so. Auch mal ein bisschen mit anderen Hintergründen arbeiten. Habe ich mir gedacht, machen wir das mal. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen, ob es hinten auch glatt ist alles. Da ist natürlich hier mal ein bisschen Problem bei dem Papier, dass da schnell alles durchdruckt. Vor allem, wenn ich da jetzt drauf mal oder so. Oder vor allem kratzen, habe ich gemerkt. Ist da ein richtiges Problem. Jetzt fange ich hier mal Freihand an. Also normalerweise arbeite ich immer mit Beamer oder mit irgendwelchen anderen Übertragungstechniken, aber an dem Bild ist eh schon so viel gemurkst, dass ich jetzt mir sage, komm, ich zeige mir das jetzt einfach mal so ein bisschen vor, wie ich das denke. Ich habe hier so ein kleines Referenzbild. In dem gucke ich so ein kleines bisschen wegen der Optik, aber ob ich das nachher auch so hinkriege, ist die andere Frage. Ich muss jetzt einfach mal so ein bisschen hier ein bisschen rumexperimentieren. Weil ich mir dachte, so, warum eigentlich nicht? Ist halt die Frage, wie ich das machen will. Ob ich das wirklich größentechnisch und alles. Muss ich ja echt schauen. Soll ich das so klein machen oder soll ich das viel größer machen? Ich mache das wirklich hier hinten, die Krypta. Ja, da sieht man die Hälfte nicht. Oh, bin ich jetzt hier echt am. Ja, hier so, sowas mache ich normalerweise natürlich nicht on camera. Da fummel ich dann einfach rum, wenn ich gerade lustig bin, weil ich so ein Fummler bin. Aber da müsste ich jetzt mal echt schauen, nehme ich das so. Ziehe das hier so ein bisschen, die Krypta hier so ein bisschen. Eingang. Das ist ja natürlich hier ein bisschen schräg alles. Die Schräge kriege ich nicht hin, wenn ich das hier nicht mit drauf packe. Ja. Jetzt brauche ich erstmal ein Radiergummi. Seit wann brauche ich hier ein Radiergummi? Das ist ein Synthetikpapier. Und das ist extra fürs Airbrushen gemacht. Das hat eine lackähnliche Oberfläche. Und das ist dann recht spannend, weil die Oberfläche eben, sag ich mal, wirklich lackähnlich ist, nicht stark saugend ist, etc. Und damit kann man eigentlich sehr coole Sachen machen. Und habe ich jetzt noch nicht so viel benutzt, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich jetzt noch, da probiere ich mich gerade noch so ein bisschen rum, weil ich eigentlich vorher überwiegend auf schwarzen Leinwänden geschafft habe und schwarzen Untergründen und dann immer mit Weiß aufgebaut habe. Hier sitzt wieder eine andere Herangehensweise, vor allem auf weißem Papier oder aus weißen Untergründen. Und ja, das ist wieder mal was Neues. Und da probiere ich jetzt einfach zur Zeit ein bisschen rum und schaue mir das einfach mal an.
Hab aber irgendwie auch echt Spaß dran. Also das könnte jetzt hier auch alles in die Hose gehen. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich den noch abmaskieren, damit ich hier rumspielen kann. Und dann gegebenenfalls das dann später mal auch abcovern kann. So. Oh, Mikrofon, du bist mir ein bisschen im Weg. Hoch mit dir. Ich mache das jetzt echt. Ich probiere das jetzt einfach hier mal so ein bisschen. Einfach so ein bisschen. Wenn jetzt nichts wird, mein Gott, dann cover ich den ganzen Scheiß einfach irgendwie ab. Aber das wird schon hinhauen. So, ein bisschen hier. Vielleicht hier noch so. Ja, ist jetzt nicht so spannend für euch, aber ich habe mir gedacht, zum Testen, zum Anschauen, zum mal wieder gucken, wie das hier alles funktioniert, ein bisschen nebenher zeichnen. Jetzt auch nicht lang heute, sondern es ist einfach nur wieder zum Testen. Warum nicht? Ja, die Krypta. Ihr könnt es jetzt sehen, ich brauche es ja gar nicht mehr vorlesen. Aha. Hast du denn eine Gun geholt, eine Evolution? Ist sehr cool. Welche denn? Die Evolution Silverline oder die Standard Evolution? Es gibt ja die normale Evolution. Und dann gibt es die Silverline und dann gibt es ja noch die CR Plus Variante, AL Plus und die ganzen anderen Käse. Und die heißen alle Evolution. Deswegen ist Evolution immer kein guter Anhaltspunkt. Aber schon mal eine richtige Marke und richtige Pistole rausgesucht, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich weiß, was du meinst, Enrico, aber ich wollte hier so ein bisschen den Eingang machen. Das ist hier so ein bisschen, sag ich mal, nur die Front vom Eingang, aber das Gebäude ist auf dem Referenzbild ist zum Beispiel hier. Das geht ungefähr hier rüber. Das ist viel, viel größer und das werde ich auch so machen. Ich werde dann hier so ein bisschen Ziegel machen, also ein bisschen andeuten. Und dann verschwindet das eigentlich schon, wie du sagst, fast schon dahinter. Also das ist hier wirklich nur so dieser Eingangsbereich, der ein bisschen rausguckt, ein bisschen größer ist. Und der erstreckt sich dann ungefähr bis hier. Und dann kann ich immer noch gucken, was ich hier mache oder ob ich das nur noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen wolkig mache oder so, so ein Farbverlauf. Einfach mal schauen, wie das so halbwegs passt. Aber so Freihand natürlich auch noch Gebäude ist wieder mal ein ganz anderer Schnack. Könnte ich jetzt natürlich mit Lineal anfangen und so Käse, aber ganz ehrlich, komm, scheiß drauf. Jetzt bin ich erschrocken, jetzt mein Kompressor angesprungen. Habe ich ja tatsächlich angemacht, hä? So. Jetzt muss ich hier einfach mal kurz aufpassen, dass ich das irgendwie so halbwegs hinbekomme. Freihand. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte wieder mehr zeichnen. Mehr zeichnen machen. Und jetzt. Ja, und sowas kann ich üben ein bisschen, auch wenn das wahrscheinlich nicht gerade so das richtige Üben ist, aber was soll's. Wird schon irgendwie passen. So, das ist so ein kleines Dächle. Aber sowas muss ich immer einmal kurz mir das so vorsketchen, so ein bisschen, damit das wirklich funktioniert für mich. Und danach, wenn es dann einmal so passt, kann ich einmal alles grob durchziehen. Jetzt ist erstmal noch, wie beim Brushen, mit Amore erstmal alles schön angucken und gucken, dass das passt. So. Okay, das ist hier ein bisschen. Eigentlich schon scheiße gebaut hier, eigentlich. Egal, ich mache so, als wäre das so und dann wird es passen. Es fällt keinem auf. Wenn das nachher optisch nicht ganz hinhaut. Ja, genau, die Classic ist die. Die ist eigentlich auch richtig gut. Die Silverline ist halt nochmal, die hat meistens noch den Regulierer hinten dran, ist ein bisschen noch ein bisschen gröber oder halt hat noch eine, kann man noch mehr mitmachen. Beziehungsweise halt, die hat ein größeres Spektrum, was noch so die großen Sachen angeht.
Aber ja, das ist immer je nach Anwendung, was man halt so braucht. Und dann ist das immer anwendungsbezogen. Und deswegen ist das eigentlich, also die Optik von dieser scheiß Grafik, die ich mir rausgesucht habe, ist eigentlich richtig geknackt, weil die so bescheuert ist, dass ich das hier schlecht hinbekomme. Also ich streame immer nur noch, wenn ich fail. Das ist schon mal irgendwie, das wird, glaube ich, langsam so zum Standard. Aber das ist auch das Feine, wenn man sieht, wie auch jemand hier abkackt. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich will. Ich glaube, da bin ich besser dran mit dem Scheiß. So. Nehme ich das jetzt einfach und von dem Punkt aus geht alles in dem Bogen hoch. Okay, dann geht das immer optisch quasi hier in den Punkt rein. Ähnlich, sehr ähnlich. Ich will ja eigentlich, dass die Krypta so ein bisschen schräg ist. Und deswegen muss ich die Perspektive schon ein bisschen beachten, aber irgendwie so komplett Freihand zeichnen. Wie gesagt, das ist nicht so meins. Ein bisschen was kann man schon immer mal, man zeichnet ja die ganze Zeit und so. Und dann ist das, kriegt man das irgendwann schon so ein bisschen rein, aber ja, es dauert immer ein bisschen. Hier, dass ich jetzt einfach mal sage, das ist das hier, das hier. Jetzt nehme ich noch eine zweite Ebene hier rein und ziehe das hier mit runter. Da, 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 da. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, langsam echt mal so einen Handschuh hier, wo ich dann die ganze Zeit nicht über mein eigenes Bild drüber finger. Das ist ja vielleicht mal gar nicht schlecht. Ja, das ist aber irgendwann fängt man halt an. Man muss mit irgendwas anfangen. Man fängt halt irgendwie, ja, wenn man muss halt irgendwas anfangen und dann ist man klar, ist man am Anfang nicht gut. Das ist immer so, aber wenn ich das schon beim Enrico sehe, der macht das schon super. Der fängt halt an und macht halt einfach seine Sachen und lernt dadurch und wird dann halt auch immer besser. Und das ist doch am Ende das Ziel, einfach besser zu werden. Einfach so sein Ding zu machen. Das ist doch wirklich, da kann man wirklich nachher. Warum mache ich das hier auch nicht mit dem Lineal? Weil ich nachher mit der Gun das eh freihand machen werde. Und dann wird das eh ein bisschen zitterig sein. Also von dem her ist mir das wurscht. Nehme ich da gleich die Gun und mache das dann so. Ich orientiere mich da jetzt so ein bisschen an dem Original, aber nicht jetzt extrem. Das heißt hier einfach hier gut zum Start kommen. Du siehst ja gut nach, Gummi. Du siehst so wunderbar, du siehst so geil. Noch kein Apfelsaft drin und ich bin schon völlig bekloppt wieder heute. Das ist furchtbar. So ungefähr. Hier sind natürlich überall Grabsteine drüber, das ist natürlich auf dem Referenzbild dann auch geil, weil ich dann nicht mehr sehe, wo ich was machen soll. Aber wie gesagt, das ist nur so, das wird dann eh nachher gar nicht so auffallen. Der Kollege hier wird eh schon genug einnehmen vom ganzen Bild. Ihr seht aber hier jetzt ja gerade, glaube ich, eh nicht viel. Wie ich das auf meinem Monitor entnehme, seht ihr hier eh nicht viel, was ich mal. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Dann ist das nämlich ganz gut. Aber die Frage ist, das ist die Evolution. Wahrscheinlich hast du die Evolution Classic. Das ist die mit dem goldenen Mittelstück. Weil das hier zum Beispiel ist die Evolution AL Plus. Und die ist von der Optik her gleich, bloß dass die hier komplett silber ist. Und die Classic ist hier, glaube ich, golden mit schwarzen Rillen oder so. Das hier ist nämlich die AL Plus mit dem Feinleinkopf. Und die Evolution Silverline, das ist die hier.
Genau, dann hast du die. Ist gut, das ist ein gutes Gerät, damit kann man richtig viel machen. Hoppla. Vor allem als Anfänger kannst du da wirklich, wirklich viel mitmachen. Und die ist eigentlich richtig gut. Also ich finde die H&S-Pistolen generell sehr gut. Die gefallen mir, die mit denen arbeite ich immer noch gerne. Und du wirst lachen, aber mit meiner AL Plus und mit meiner Evolution male ich teilweise auch noch die richtig großen Bilder. Auch an dem habe ich fast überwiegend mit denen rumgemalt. Oft habe ich meine Infinity und meine Iwata, die super teuer sind und richtig gut funktionieren, aber zu denen bin ich mir dann meistens zu schade, irgendwie die einzusauen, was völlig bekloppt ist, aber dann nehme ich die doch wieder nicht und dann nehme ich doch wieder die alten gammeligen Pistolen. Gammeligen nicht, aber die sind halt richtig schön eingelaufen. Das ist wie wenn du so einen Malerpinsel hast oder so generell einen Kunstpinsel hast, der einfach richtig schön gängig ist und richtig schön malt, dann merkst du das sofort, der fusselt nicht mehr aus, der funktioniert einfach, der hat so ein bisschen schon so ein Drall. Und bei den Pistolen finde ich, ist das das Gleiche. Wenn man die so ein bisschen benutzt hat und so ein bisschen eingeschafft hat, dann gehen die richtig von der Hand. Weil das merke ich bei den Pistolen bei mir, dass die einfach super funktionieren. Die benutze ich dahingehend auch noch mal richtig gerne. So. Jetzt bin ich hier dran. Ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, das Ganze, weil auf dem Referenzbild die Hälfte fehlt. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, was ich hier machen soll. Ein bisschen improvisieren, so wie mein ganzes Leben eine Impro-Show ist. Improvisieren wir jetzt hier halt auch noch mal ein bisschen und machen das halt einfach. So, ich ziehe das jetzt hier noch ein bisschen durch. Vielleicht hier noch ein bisschen. Da muss ich schon aufpassen. Ah, den muss ich nur abcovern. Aber ich wollte nicht abcovern, weil ich wusste, dass ich heute nicht die Gun in die Hand nehme. Ich werde heute nicht mehr brushen. Ja, dafür streame ich einfach nicht lang genug heute. Das ist wie gesagt nur ein Test für morgen. Und deswegen wollte ich den jetzt nicht abcovern, weil wenn ich den abcover und danach hat das Zeug zu lang drauf bleibt, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Weil bei meinem anderen Synthetikpapier habe ich ja das 3M-Band genommen, das hier. Und dann hat es mir das hier komplett rausgerissen alles. Und das habe ich hier ein bisschen Schiss, dass mir das Gleiche passiert mit meiner Maskierfolie, weil die klebt auch ziemlich stark. Da habe ich echt ein bisschen Bange, dass der Kollege hier nicht noch kaputt geht. Wäre ein bisschen schade um die Arbeit. Und ja, gucken wir mal, ob das nachher so ist oder nicht. Aber so langsam kriege ich hier, kommt hier langsam das Ganze durch. Das passt hier. Ah, das kriege ich hier nochmal mit der Perspektive ein bisschen rumspielen. Das ist geil. Aber ich liebe das eigentlich, dieses freie Malen. Das kriegst du eigentlich echt, wenn du hier, wenn du viel zeichnest und so. Dieses komplett freie Malen finde ich der Hammer. Das finde ich auch beim Bas Matthies immer so krass, wenn der irgendwelche Sachen brusht und irgendwelche Skulls oder so und der haut die einfach raus, ohne Vorzeichnen, finde ich Hammer. Auch generell, wenn ich Leute sehe, die einfach nur ein ganzes Porträt oder ein ganzes Bild einfach nur aus dem Kopf malen, da bin ich neidisch. Ohne Witz. Das ist einfach nur der Oberhammer. Das ist wirklich der Oberklopfer. So. Ja, ihr seht jetzt nicht viel, aber wenn ich dann die Tage mal damit anfange, das mal zu airbrushen, dann werdet ihr sehen, was ich hier vorgekritzelt habe ohne Ende. Aber ich kann das mit der Kamera jetzt natürlich auch nicht anders machen, weil ihr dann eh nicht viel seht. Ich springe auch hier wieder viel hin und her. Ist das immer so ein bisschen. Ich habe die geholt, aber nur einmal genutzt. Ich habe mir jetzt erst eine Absauge, Anlage gebaut und diverse Teile gedruckt. Sowas ist cool. Also sowas finde ich richtig cool. Ich finde aber, was beim 3D-Drucker cool ist, ich würde mir direkt irgendwelche Halter oder so für die Gun drucken zum Reinstellen, gescheiten Ständer oder so. Ich habe da zwar hier hinten meine Ständer, die hier, da sieht man noch so ein bisschen im Hintergrund hier, bei meine Guns und meinen schönen Teddy.
Das sind aber eigentlich Make-up-Pinselhalter und die Dinger sind völlig beschissen, fliegen voll oft einfach auseinander. Oh, hat immer jemand die Scheiße weg. Und mir fliegen da teilweise immer regelmäßig die ganzen Gans runter. Das ist natürlich nicht so toll. Das wäre, glaubst du, aber ich glaube, wenn ich einen 3D-Drucker hätte, ich würde völlig durchdrehen. Ich glaube, ich würd mir eine Marvel-Büste nach der anderen rausdrucken und dann würde ich völlig abspacken, hey. Dann würde es dir völlig abgehen, ey. Das wäre, glaube ich, zu hart für mich. Ich mache hier oben so ein paar Bögen rein. Da seht ihr, wie gesagt, alles jetzt nicht so krass, aber ist auch wurscht. Es kommt dann, wenn ich dann soweit bin. Die haben hier so eine leichte Perspektive, das hat hier so das Fenster drin. Und das wird halt, passt halt alles zu der Perspektive von hier unten. Und das mache ich hier oben noch mit rein. Und dann passt das gut zu der Krypta. Noch ein bisschen. Wie gesagt, da bin ich, aber hier improvisiere ich nachher eh viel. Also das ganze Ding wird eh so ein relativ starkes Improvisationsteil. Das weiß ich jetzt schon. Und da wird auch noch während dem Malen werde ich da noch einiges machen. Das wird nicht so alles sein, wie es jetzt ist, sondern wie gesagt, das wird alles noch stark improvisiert. Jetzt kann ich hier mal ein paar Linien fester setzen, weil ich jetzt ein Ding gefunden habe, was mir passt, wo ich jetzt sage, hier komme ich gut zurecht. Hier stehe ich drauf. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen fester drauf arbeiten. Aber klar. Ein Ständer gehört hier nicht rein. Rein da in die VR-Kamera. Das ist natürlich geil. Also, weiß der, kannst du mir mal einen richtig schönen Ständer rausdrucken. Einer, wo. Okay, ich komme aus der Sache nicht mehr raus. Da muss ich jetzt aufpassen. Nein. So. Ich könnte das hier alles natürlich später hier abcovern und dann ausmaskieren und könnte auch hier mit anderen Hilfsmitteln arbeiten, aber ich möchte den Hintergrund eigentlich erst gesketcht haben. Also eher so ein bisschen. Soll jetzt hier nicht zu krass aussehen, deswegen. Ja, verzichte ich auch jetzt schon drauf. Ist mir eigentlich hier dann eigentlich wirklich Latte. Vom Ständer zur Latte. Das ist perfekt. Ach, geil. Oh ja, Schakka. Naja, hier stimmt die Hälfte der Perspektive nicht, aber es fällt im Endeffekt keinem auf. Das ist gut. Und ihr habt einfach nichts gesehen, wenn es doch so ist. Oh, Hund, was ist schon wieder los? Werden wir schon wieder angegriffen hier? Ja, Kappa. Der alte Senior, er ist schon 11. Und man merkt das richtig, dass der nicht mehr so kann, wie er will. Mit seinen 11. Der ist richtig schon nach ein paar Metern dann das, was er immer gerannt ist, ist der schon platt einfach. Das ist richtig crazy. So, Torbogen hier, die mache ich dann da. Da gucke ich dann einfach. Das Referenzbild lasse ich hier offen, dass ich das hier so ein bisschen den Torbogen dicker mache. Und das Ganze. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja, hier drauf malen lässt sich auf dem Scheißpapier mit dem Bleistift nicht unbedingt. Das finde ich ein bisschen gaga. Obizelle gaga. Mehr will ich da auch gar nicht machen hier. So.
das hier noch ein bisschen anpassen, dass das halt alles so halbwegs passt. Der Luftregulierer, ist es sinnvoll, den sich zu holen? Ja, der Bot kommt. ja, natürlich ist der sinnvoll. Also ich finde den Regulierer sehr gut. Ich habe ihn selber bloß nicht. Ich habe ja damals die Iwata hier geholt, weil die auch schon einen direkt dran hat. Die hat hier unten halt einen dran. Die ist eigentlich ziemlich cool. Die macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Bei den anderen habe ich das nicht so dran, aber das werde ich mir jetzt nach und nach besorgen auch, weil wenn man dann doch mal kurz näher rangehen muss und man will doch mehr Detailarbeit machen, dann bleibt einem manchmal nichts, dann bleibt einem nichts übrig, außer mit dem Druck ein bisschen runterzugehen, das ein bisschen anzupassen und zu variieren. Da kommt man gar nicht drum rum und dann ist das natürlich ja da ganz schnell einzustellen. Viel, viel besser als am Kompressor, aber ich habe meinen ja jetzt endlich mal hier hinten mit einem Tisch in die Höhe gestellt, damit ich da auch mal so rankomme. Aber macht auf jeden Fall Sinn. Wie machst du das eigentlich mit dem Brushen, mit dem Staub? Meinst du mit dem Overspray? Also ich brush relativ mit sehr, sehr wenig Overspray. Ich bräuchte nicht mal eine Absauganlage, aber ich habe eine Absauganlage, die halt hier neben dran steht. Kann man da sehen? Da. Du hast Absauganlage. Ja, so ein bisschen sieht man es. Und sieht so ein bisschen. Und die Absauganlage, die läuft bei mir beim Brushen immer nebenher so. Mit 30% oder so, glaube ich. Ich habe extra noch hier einen Drehregler eingebaut, weil die liefen so mit 100% und ist mega laut. Da könnte ich hier nicht mehr normal reden, weil die hat richtig Power. Und je nachdem, wenn ich merke, ich mache auf einmal mehr Fläche, dann drehe ich die voll auf. Ziehe dann auch gerne meine RZ-Maske an, die hat so einen schönen kleinen Aktivkohlefilter drin, die habe ich schon sehr lange mit noch austauschbaren Filtern einsetzen drin. Und die ist sehr geil, die ziehe ich dann natürlich auch an, weil wir sind mal ehrlich, für die Lunge ist es natürlich nicht gerade so spannend, wenn du dann hier dir den vollen Shit reinziehst. Also da muss man natürlich dann schon auch aufpassen und sollte sich da jetzt ja nicht unnötig gefährden, sagen wir es mal so. Da muss man natürlich einfach schon auch aufpassen. Darum muss man einfach ein bisschen Obacht geben. Hier. Wie man schön nichts sieht, aber so ein bisschen sieht man langsam ein bisschen was. Hier werde ich langsam kräftiger, aber ich will gar nicht so stark drücken, weil sonst kriege ich das nachher schlechter übercovert. Ja, aber das ist dann so das, was ich, wie ich das halt mache, wenn ich dann halt brush. Aber wie gesagt, das hält sich bei mir echt in Grenzen. Aber klar, am Anfang ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Da muss man generell einfach ein bisschen gucken, dass man da einfach ein bisschen auf die Gesundheit guckt und auch schaut, dass das auch alles wirklich passt und dass man sich da nicht unnötig irgendwie Gefahren aussetzt. Das ist klar. Ach ja, ach, ich glaube, das kommt schon ganz gut hier, wenn ich das so ein bisschen gesketcht, hier so ein bisschen das Mauerwerk reinmache, hier so ein bisschen auch da oben die Fenster. Vielleicht muss ich mir hier noch irgendwas überlegen. Vielleicht hier noch irgendwie. Die Fensterreihe da oben habe ich ein bisschen zu früh angesetzt. Und zu weit hoch. Sieht noch ein bisschen scheiße aus, aber. Ach, das kriege ich dann hin, dann, wenn ich hier rummal. Das wird dann nachher, wie gesagt. Der Hintergrund ist hier eh so sekundär. Da will ich gar nicht, dass da so viel passiert, sondern einfach nur nochmal
Bisschen was. Mache ich einfach noch zwei größere Fenster rein im gleichen Stil wie oben. Und dann sollte das nämlich einigermaßen passen. Oh, meine Frau hat gerade schon einen leckeren Schokokuchen gebacken. Da habe ich auch richtig Bock nachher drauf. Gleich mal wieder was für den Ranzen. Den wir wieder reinhauen. Sieht man da was? Sieht man da irgendwas? Ein bisschen. Also ihr seht es hier so ein kleines bisschen. Es ist halt auf dem weißen Hintergrund mit dem fetten De Deckenlicht eigentlich für kaum möglich, mit euch das Beste zu zeigen. Aber hier haben wir den Gipfel, also den Eingangsbogen oder Tor. Dann haben wir hier so ein kleines Fenster mit so einem Relief drin. Hier haben wir den Bogen, mehrere Bögen. Und dann haben wir hier oben noch so eine Platte, da kann ich noch eine Inschrift reinmachen. Dann hier unten ist der Eingang und das ist alles von der Optik her geht das alles in die Flucht da rein. Also alles so ein bisschen schräg, auch oben die Fenster sind dann so angelegt, dass die quasi so einen Fluchtpunkt drüber haben. Und ich glaube, das kommt ganz geil. Ich glaube, den Rest werde ich einfach nur noch ein bisschen mit Grau dann unten. Da mache ich gar keine Grabsteine hin und so, weil das ist ein Standard-Dingens irgendwie. Da werde ich mir hier einfach was überlegen und vielleicht auch einfach nur so ein bisschen, ja, das so wolkig machen oder so, wie eine Art Nebel vielleicht und dann halt oben noch ein bisschen ausmalen. Das ist. Ja, wir haben schon keine Mangels mehr lange gezeigt, da hast du recht. Das ist sehr gut. Photoshop-mäßiges. Mache ich zwar jetzt auch mal mehr, aber ja, ich brauche immer Tutorials dazu, weil es ist witzig, ich mache dann irgendwas wie bei dem einen Thumbnail, wo ich dann mit der Biene Maya, wo ich dann mein Gesicht in Biene Maya reingepackt habe für das Thumbnail mit dem Abdichten mit Bienenwachs. Das ist ein sehr cooles Tutorial auf YouTube übrigens. Habe ich mein Gesicht in die Biene Maya reingemacht. Das hat super funktioniert, sah auch richtig cool aus. Ich fand es lustig. Ich finde so Blödsinn immer lustig. Aber das hat mich, glaube ich, 2 Stunden Photoshop gekostet, mit dem her die Tutorials laufen lassen und rumgefummelt und Zeug. Also, ich könnte es jetzt auf Anhieb nicht nochmal machen, sondern müsste mir das wieder angucken, weil das mir einfach zu viel ist. Ich mir das einfach nicht merken kann. Es ist immer faszinierend, wie Photoshop und so, wie aufwendig oder was man alles machen kann. Das ist eigentlich völlig verrückt. So. Hier unten ziehe ich jetzt einfach nur noch ein paar Treppenstufen. Ich glaube, dann ist das gut. Hier oben haben wir Fenster. Fenster von 1, 2, 3, 4. Dann haben wir die zwei großen Fenster. Hier ein Fenster. Das machen wir dann noch mit Mauerwerk und Zwischenabschnitten ein bisschen. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir das dann tatsächlich mit der Gun machen und einfach einmalen. Und das ist ein kreativer Prozess. Den habe ich immer am liebsten so. Jetzt habe ich komplett frei gearbeitet. Ich habe da so ein Referenzbild, an dem ich mich nur so minimal orientiere, eigentlich mehr nach der Optik, damit es stimmig ist, von der Dreidimensionalität her. Und den Rest mache ich dann einfach so, wie ich Bock habe. Und da werde ich auch beim Airbrushen so viel mal machen, wie ich Bock habe. Und das ist immer am allergeilsten für mich, weil dann kann ich einfach machen. Dann bin ich richtig frei, dann brusht sich's irgendwie am geilsten. Meine Schwester hat mal eine Reise gemacht. Dann habe ich ihr eine Karte gemacht. Freiheitsstadt, oder? Aber das ist natürlich auch geil. Ah, das ist sehr cool. Das ist richtig lässig, ey. So, dann muss ich mir nur noch mal angucken heute, warum der Sound nicht abgespielt wird bei meinem Intro. Da muss ich noch mal gucken. Ist ein bisschen blöd, weil es ein geiler Song hat mein Bruder extra gemacht für mich. Das finde ich immer ganz cool, hat einen coolen Wiedererkennungswert. Warum das jetzt bei YouTube immer funktioniert hat, aber ich ziehe auf einmal nicht. Vielleicht habe ich ja wieder irgendwas verstellt. Das kann natürlich auch sein. Weil das Video und das Ding ist eigentlich exakt gleich wie vorher, aber
letzter Zeit habe ich natürlich in OBS so viel rumgefummelt, dass da sicher irgendwas verstellt habe oder so. Aber das ist natürlich blöd für mich zum Probieren, das ist jetzt auch blöd zum Gucken, warum das dann nicht funktioniert. Warum das nicht funktioniert, ist das eine Frage der Frage. Also die Fenster finde ich geil, die haben so eine richtig coole Form. Also, das werdet ihr dann sehen, wenn wir da wirklich mal dran sind. Ah, die sehen cool aus. Aber das ist auch wieder so ein Ding hier. Das habe ich in Discord mit der Community einfach mal besprochen. Ich habe gefragt, hey, schaut mal, ich habe den Skull hier gemacht und habe überhaupt keinen Plan, was ich da machen soll. Gerade zum Beispiel der Enrico hat gesagt, hier, machen wir vielleicht eine Gruft. Der andere hat das gesagt. Der eine hat gesagt, ja, probier mal, wie wäre es mit der und der Farbe? Das finde ich total spannend und cool, weil ich ja selber jetzt nicht so den Blick hatte, was ich machen soll. Und dann die Community da eigentlich mir so wichtige, coole Sachen gesagt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, das passt eigentlich prima. Ja, das machen wir doch einfach mal, warum auch nicht? Und das ist halt irgendwie was richtig Cooles, finde ich. Wenn man da wirklich die Leute am Start hat, die dann auch wirklich was, die einem da auch wirklich helfen, macht mir Spaß. Das ist richtig, richtig spaßig. Hier oben muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das da irgendwie auslaufen lasse. Das wird schon irgendwie passen. Würde ich mal sagen. Ja, ich gucke jetzt eigentlich mal. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht einfach mal kurz die Datei neu einpflege und dann einfach nochmal das nochmal kurz abspielen. Vielleicht funktioniert es ja dann. Ah, schon wieder ein paar Leute auf. Na, Discord, perfekt. Eigentlich ist das hier. Was ich mich ja frage. Maus. Wo sind wir denn Maus? Da, 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 da. Es ist hier Studio-Modus. Der Opener hat eine Quelle. Eigentlich müsste es funktionieren. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. MIDI-Quelle. Aber ich gehe da mal nochmal kurz rein. Ich will noch kurz was schauen. Dafür ist der HDE da. Gucke ich mir hier nochmal schnell was an. Also ich muss ja aus dem Studio-Modus raus. Ihr seht nochmal das Intro ohne Sound. Schaust du seine Videos, kannst du es auch schaffen. Herzlich willkommen, das ist Dave's Out of Fair. Keiner Brush wie er. Ist ja die Frage, ob es jetzt. Ich habe ja gerade was umgestellt, vielleicht funktioniert es ja mittlerweile. Ja? Ich bin jetzt hier ein bisschen am Rumfummeln. Sagt mir mal schnell, ob ihr den Sound jetzt hört. Jetzt habe ich gerade mal nochmal was umgestellt. Ob das funktioniert. Ich jetzt. Herzlich willkommen, das ist Dave's Out of Fair. Keiner brusht wie er. Ja, sehr geil. Ja, super, wenn der Sound wieder da ist, dann habe ich ein Häkchen vergessen. Habe natürlich hier statt Monitor und Dingen zum Geschalten. Ach, perfekt, das freut mich jetzt. Perfekt, perfekt. Dann ist das sehr cool. Dann habe ich den Sound da drinnen. Yeah. Wir kommen langsam hin. Ist das geil. Ja, mir macht das so Spaß, ohne Scheiß. Es war jetzt so für nebenher, macht mir das einfach mega Bock. Jetzt habe ich gerade noch die Zeit. Ich meine, ich schreibe noch die Prüfungen und so, aber ich kann es mir nur erlauben, nebenher noch ein bisschen was mehr zu machen, bevor ich dann wieder Vollzeit voll reinhau. Und das ist sehr, sehr geil. Ich habe auch übrigens, und das mache ich dann demnächst auch hier auf dem Kanal,
Ich habe schon ein nächstes Projekt nach dem Skull hier, auf was ich auch ziemlich Bock habe. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar sieht man natürlich auch nicht wirklich, weil das Bild zu hell ist, aber vielleicht sieht man es im Kleinen hier, genau. Ja, vielleicht auch nicht, aber das ist der Green Goblin, habe ich hier schon vorgezeichnet. Und den versuche ich mal monochrom zu malen, also mit einer Farbe. Und dafür werde ich mir ein Grün-Gelb nehmen, transparentes, und dann werde ich den komplett malen und werde das dann abdunkeln mit einem blaustichigen Rot, glaube ich. Und werde dann den ein bisschen runternehmen, und das ist schon ganz geil. Das macht mir Spaß, solche Geschichten. Und den werde ich auch noch machen, da habe ich richtig Bock drauf. Ich muss einmal kurz hier schnell schauen. Und zwar gelb-grün. Ja, stimmt, dann brauche ich gar keinen, dann brauche ich rot-violett. Mit gelb-grün brauche ich als komplementär rot-violett. Das nehme ich dann bei den transparenten Tönen, um das abzudunkeln und dann den noch mehr Räumlichkeiten zu geben. Was für Prüfungen? Ich bin gerade dabei, den Sporttherapeuten zu machen. Ich habe da schon sehr viele Prüfungen abgeschlossen und auch Prüfungen gemacht. Ich mache das Ding Vollzeit, ein Jahr lang. Und jetzt sind die letzten 2 Monate angebrochen. Ich habe jetzt noch ein paar Prüfungen und ein paar Online-Seminare und Schule natürlich auch noch. Aber es hält sich gerade hier und da relativ in Grenzen. Deswegen kann ich mir solche Geschichten wie hier noch rausnehmen. Und da habe ich dauernd Prüfungen geschrieben. Und das waren teilweise richtige Brecher da, Sachen, wenn dann irgendwie Sportrehabilitationsgedöns kam, wo ich dann 60 Seiten schreiben musste. Und die waren da sehr streng, was Quellen anging, was, ja, durftest dir nichts rauskopieren, ist ja auch klar, macht ja auch kein, ist ja auch in Ordnung so. Aber da war dann halt wirklich, wurde auf alles Obacht gegeben, auf Quellenbezeichnung, auf Ausführung, auf Inhalt, auf, ja, also es waren sehr, sehr krasse Prüfungen, da war ich schon ziemlich baff. Nach, keine Ahnung, 18 Jahren keiner Schule mehr, war das schon richtig viel für mich und hat aber Spaß gemacht und ich habe durchweg, war nicht schlechter als eine 2, ich habe immer 1, geschrieben, ein richtiger Streber. Also 1,3 bei Sportrehabilitation und ich glaube, der letzte Sportmentaltrainer, den ich jetzt gerade gemacht habe, habe ich eine 1,6 bekommen. Da bin ich ziemlich fit, was das Thema angeht und jetzt bin ich aber nebenher schon natürlich auch immer ein bisschen am Job suchen und da bin ich aktuell gerade am Probearbeiten, immer abends gerade, weil es dann für mich nicht anders geht, weil ich habe jetzt dann später wieder ein Live-Online-Seminar, wo ich wieder dran teilhaben muss. Deswegen kann ich jetzt auch heute nicht so lange hier rumhängen. Deswegen mache ich das auch alles früher. Und genau, und dann habe ich nachher wieder meine Schule. Ich muss da wieder ein paar Sachen machen. Habe dann immer wieder so Zwischenprüfungen und so einen Käse. Und dann geht es heute Abend wieder zum Probearbeiten. Und dann passt das. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Also, aber ich mache das hier noch gerne zwischendrin, weil ich einfach so crazy bin. Ich habe irgendwie Bock drauf, ich weiß nicht. Das ist, und vor allem, wenn ich es jetzt noch machen kann, ich da Vollzeit arbeite, ist es natürlich auch wieder schwieriger, da muss ich natürlich wieder gucken, wie ich es mache, aber ja, warum nicht? Man macht es, es war jetzt nochmal so ein Schritt, wo ich gedacht habe, komm, mit meinen 33, jetzt habe ich 2 Kids, beide klein, und jetzt kann ich noch solchen Spielereien ziehen, kann ich jetzt noch machen, wenn es dann mal, umso länger es dauert, umso schwieriger wird es, umso schwieriger ist für mich natürlich auch das Lernen und alles, das ist natürlich auch klar. Aber ich merke schon, es ist sehr krass, wenn man was komplett anderes macht. Und ich war ja davor immer im Handwerk oder eben hier Flugzeuglackierer habe ich sehr lange gemacht. Und wenn du dann jetzt in einen Bereich reinkommst, der halt komplett nichts mehr damit zu tun hat, eine ganz andere Arbeitsweise, hat ein ganz anderes Arbeitsumfeld und so, ist für mich auch eine mega Umstellung. Aber es macht sehr viel Spaß. Also ich hatte gestern und vorgestern schon sehr viel Spaß auf der Arbeit und werde heute Abend auch nochmal meinen Spaß haben. Aber das ist so gerade das, was ich mache. Und ja, alles ein bisschen crazy. Aber hey, warum auch nicht? Noch kann ich es mir erlauben und dann mache ich das doch lieber. Da. Bam, bam, bam. Ach, das sieht doch hier schon mal gar nicht schlecht aus. Das passt jetzt auch. Jetzt gibt es nachher gleich Kuchen. Jetzt habe ich hier. Vielleicht mache ich hier noch so ein geiles Pentagramm rein. Das ist. Ja, das wird noch. Ach, hier habe ich ein paar coole Ideen.
Coole Ideen habe ich immer, aber Umsetzung ist immer das Nächste. Wie setze ich das um, dass es gut passt? Wie mache ich das? Auf jeden Fall, die Krypta steht, die ist jetzt hier. Eigentlich habe ich es fast schon so gemacht, Enrico, wie du gesagt hast hier. Die ist zwar nicht, ich glaube, du hast gesagt, ein Dreiviertel oder Zweiviertel oder so, aber hier hängt die jetzt eigentlich schon. Der ganze Bereich ist jetzt Krypta und da hängt noch ein bisschen links raus und ein bisschen, aber also schon, schon fast so ähnlich. Und dabei belasse ich es dann auch. Und mach da gar nicht so viel mehr rein. Das ist eigentlich ganz lässig. Weil dann habe ich auch nicht so viel Action auf dem Bild. Der macht eh schon genug Action. Und dann ist das... Ja, bring das vorbei. Es ist genug da. Aber meine Tochter ist geil. Die hat halt mitgeholfen. Die ganze Zeit, kriege ich jetzt Kuchen, kriege ich jetzt Kuchen. Und meine Frau muss jetzt warten, bis der Teig fertig ist. Dann musst du warten mit dem Backofen. Dann ist er jetzt fertig. Jetzt muss er noch abkühlen. Dann sofort so, oh man, oh Mist. So lachen müssen. Also ja, da lernt man Geduld. Gut, da muss man geduldig sein. Aber dafür schmeckt es nachher umso besser, würde ich behaupten. Ach cool, ich freue mich schon wieder auf morgen. Und vor allem freue ich mich wieder auf Samstag auf den Stammtisch. Auf dem Discord-Server, da freue ich mich schon wieder auf die ganzen Gespräche. Da habe ich schon wieder richtig, richtig Lust drauf. Und ja, den lasse ich jetzt erstmal so, wie er ist. Bei dem, wenn ich das hier fertig habe, werde ich an dem nochmal ein bisschen rumspielen. Gerade mit der Lichtquelle hier an der Seite. Vielleicht werde ich doch mal hier einen relativ starken weißen Rand ziehen. Und den dann nachher nochmal minimal einfärben, damit das nicht nur das Grundweiß ist von der Platte, damit das schöner aussieht. Aber das werde ich wahrscheinlich hier noch durchziehen. Einmal. Damit es nochmal ein bisschen cooler aussieht. Aus der Krypta machen wir ein bisschen Licht raus. Hinten raus lassen wir es alles ein bisschen ausnebeln. Machen wir das vielleicht auch ein bisschen dunkel hier am Mund. Da weiß ich auch noch nicht. Vielleicht mache ich das hier auch alles ein bisschen dunkler hin, damit der nicht so in der Luft aussieht. Oder ich gebe dem hier einfach nochmal so ein bisschen Halswirbelsäule. Vielleicht einfach so, als wäre das vielleicht ein Krieger oder so. Von der Krypta oder so ein Zombie-Skelett-Dingens. Vielleicht mache ich das, dann ziehe ich hier einfach nochmal schnell hier die Wirbelsäule durch und dann, das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht mache ich das einfach. Einfach hier so die Wirbelsäule reinzeichnen. So, nur andeuten, das reicht ja schon. Das mache ich hier einfach. Ja, jetzt hatte ich ja Bandscheiben und Wirbelkörper, dann weiß ich auch, wie die aussehen. Anatomisch korrekt aussehen. Hier hinten haben wir eigentlich den Atlas und den Axis, den Kopfdreher und die sehen natürlich nochmal anders aus, aber für unser Bild ist das hier völlig in Ordnung, wenn wir das so andeuten. Dann deute ich das hier jetzt einfach nur an. Ich werde das nochmal reinmalen hier. Hier die Wirbelsäule, da die Wirbelsäule. Und dann ist das, glaube ich, nochmal, dann sieht das nochmal cooler aus. Die geht normalerweise, würde ich die wahrscheinlich hinten ansetzen. Das ist halt hier jetzt ein bisschen blöd, aber wie gesagt, da nehme ich dann wieder schwarz. So wie ich das auch hier gemacht habe, nehme das schwarz und färbe das hier so rot ein. Dann hat das den gleichen Ton, nehme ich das hier einfach rot, rot, rot. Und dem Ganzen rot-orange hier. Mach das, und wenn ich die Krypta mache, male ich das einfach mit, färbe das dann rot ein und die Krypta lasse ich natürlich und dann sieht man das gleich. Dann kann ich da vielleicht nochmal ein bisschen irgendwas reinbringen. Ja, dann sieht der nicht so in der Luft aus. Dann sieht er nicht aus, als würde er fliegen. Das ist, glaube ich, eigentlich. Langsam baut sich das Konzept des Bildes auf, was ich sehr schön finde. Sehr, sehr cool. So, da leben. Aber das freut mich, wenn das alles funktioniert und auch hier Philipp schöne Tipps gibt. Das ist sehr toll. Dann muss ich mal den Chat noch größer machen. Bereite ich schon mal alles vor für morgen. Dann kann ich hier einfach nur noch alles anmachen und dann ist das fertig. Referenzbild, das hier passt. Ach, das macht Spaß. Mir macht das Spaß, euch das zu zeigen, alles immer. Muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt bei YouTube hochlade. Ja, warum eigentlich nicht? Scheiß drauf, mach ich einfach fertig. Aber das wird dann wahrscheinlich schon... Vielleicht schaffe ich es heute noch, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ha. Genau, das war's eigentlich. Ich habe meinen Test gemacht, alles ist zufrieden. Alles passt, die Alerts passen. Ich trigger nochmal einen, um zu gucken. Wenn die Maus will.
Perfekt. Sieht man nicht so gut, hä? Sunderland. Da haben wir noch das Ding. Ja. Alter. Ich verstell wieder alles hier. Ah ja, das wird schon hinhauen. Ja. Muss ich noch mal kurz gucken, ob sich das irgendwie beißt. Ja. Ja, das sieht man immer schlecht. In der Perspektive sieht man schlecht. Vielleicht haue ich es hier hin. Vielleicht sieht man es da besser. So. Das sieht man es, glaube ich, besser. Jetzt nerve ich euch damit, aber ich muss einfach gucken. Und dann muss ich es morgen nicht mehr machen. So. So. Das passt doch gut. Die Krüge, der Sound. Ich finde das halt geil, hier solche Spielereien zu machen, wie mit Ausrufezeichen Apfelsaft, dass man dann halt so einen Blödsinn macht, also Chatbefehle hat. Finde ich immer cool bei so etwas wie hier. Ich glaube, das wäre bei, ich weiß gar nicht, ob es bei YouTube auch so einfach ist, aber hier ist das einfach nochmal deutlich cooler und besser zu machen. Und dann ist das eine geile Sache. So, ihr Lieben, ich bin meinem Test durch. Ich habe jetzt auch noch produktiv das wirklich auch noch vorgezeichnet. Das war jetzt einfach nur mal eine spontane Idee. Jetzt habe ich das auch noch fertig. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das heißt, ich kann hier eigentlich nach dem Abmaskieren direkt loslegen das nächste Mal, wenn ich da Bock habe. Und genau, das ist eigentlich cool. Passt. Alles funktioniert soweit. Ich freue mich schon auf morgen und mache dann jetzt Schluss und esse meinen Schokokuchen. Und wir sehen uns dann morgen und dann passt das eigentlich. Dann ist das eigentlich eine runde, coole Sache. Und dann freue ich mich da eigentlich echt schon mega drauf. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. War sehr cool. Mich sehr gefreut und dann würde ich sagen, bis morgen. Ihr lieben Leute da draußen und nicht so netten. Genau. Tschüssi, Kowski. Und auf Wiedersehen. Stream.